Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Wir werden als nächstes mal gucken. Mir ist eben gerade schon eine Aufnahme kaputt gegangen. Es ist echt nicht normal hier. Ja, ich habe Tag gemacht. Wir standen ja hier am Ende der letzten Folge, wo wir ja hier alles erkundet hatten, sozusagen die Quest abgeschlossen hatten. Wir müssten jetzt wieder mit Cosworld reden. Das habe ich zum Glück noch nicht gemacht. Ich hatte jetzt eben gerade schon mal aufgenommen, wo ich hier die Werkstatt erklärt habe, ein bisschen. Wenn man lange V drückt, dann kommt man ja hier in diesem Baumenü, wenn man in so Städten ist, die man bebauen kann. Und da habe ich auch schon dieses Haus aufgeräumt. Also unser Haus, wo wir gewohnt haben, bevor, jetzt kriegen wir die Tür nicht auf, bevor die Welt untergegangen ist. Da habe ich hier auch schon was gebaut. Ich habe hier einen Aktenschrank gebaut, wo ich halt ganz viel Essen rein tue und anderes Kram. Dann habe ich hier einen Schrank gebaut, wo man Kleidung und so rein tun kann. Und einen Aktenschrank, wo ich dann Waffen rein tue. Und ein Bett, wo ich dann geschlafen habe. Es hell wurde. Ja, das war das, was ich eigentlich gemacht hatte. Und jetzt machen wir aber eine weitere, also eine neue Folge, die ich dann auch hochladen werde. Und da geht's jetzt weiter. Noch ein bisschen zu laut. So. Ja. Wir werden jetzt mit Cotsworth reden und dann werden wir mal der Story weiter folgen. Ich habe nämlich auch schon diese Häuser durchsucht, da war jetzt nicht viel drin, also ein bisschen Kram noch, den ich jetzt wieder habe. Noch eine neue Pistole, noch eine neue Impro-Pistole, erotische Brille habe ich da gefunden, aber sonst auch nicht viel und zwei Kakerlaken noch. So, dann wollen wir mal kurz überlegen. Ich halte die Augen offen, John. Soll ich meine Suchprotokolle initiieren? Cotsworth, ich habe schon gesucht. Sie sind nicht hier. Dann sind Sie wirklich fort oder? Oh, Sir. Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. Hell yeah. In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungewohnt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Dann sichere mal die Heimatfront kurz wie. Und wir werden jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Wir sollen jetzt hier hingehen. Sieh dich in Concord um. Eine Red Rocket Raststätte liegt noch auf dem Weg, hat er ja gesagt. Da haben wir die Wall 101. Hier sind wir gerade. Und ich würde sagen, bevor wir aber uns in diese Richtung begeben, werde ich auch nochmal an dem Fluss hier entlang laufen. Gucken, ob es da auch was zu entdecken gibt. Hier haben wir zum Beispiel Blutpflanzen. Blutblätter. Wenn wir mal F5 drücken, schnell Speicherverband. Wer weiß, was hier passiert. Hier haben wir Dreirad im Wasser drin. Oh.
doch schon mal sehr gut funktioniert mit dem Watts gerade. Weil ich mit Check24 gigantisch viel Geld gespart habe. Ich glaube nicht, aber guck trotzdem mal nach. Mega einfach. Einfach mega. Oh, da ist ein Haus. Da ist auch ein Mensch. Und ein Hund. Ja, wir werden auch gleich mal einen Skillpunkt verteilen. Das habe ich auch noch nicht gemacht gehabt. Raider auf jeden Fall. Raider gab es ja auch schon in Fallout 3. Wow, der hat aber eine Shotgun. Haben wir den Raider erledigt? Hundeband. Oh, eine Shotgun, die nehmen wir uns doch mal. Raider-Rüstung, linker Arm. Schrotpatron, Schlagring, Gurtzeug. Der hat anscheinend eine Frau gebracht hier. Ja. Begraben. Ja. Stoffkissen, Psycho, Nudeln. Bisschen Zeug hat er ja hier. Patronen. Patronen sind immer schön. Das hat doch schon mal gut geklappt hier. Eine Hubblume. Auf jeden Fall was gefunden. Kleidung. Binderhalsband. Mechanikeranzug. Raiderrüstung, linker Arm. Schmeißlang verrückt können wir sowieso mal aufnehmen, aber einfach noch mal mehr. Ja, das ist schön. Das habe ich mir fast gedacht, dass es dann Schadenreaktionen gibt. Okay, Trenchcoat. Modische Brille können wir auch aufsetzen. Nur den sauberen Anzug können wir halt nicht, weil uns das ist nur World Anzug weg und dann auf dem World Anzug können wir andere Sachen tragen. So, wir wollen uns aber auch gern nochmal die doppellaufige Schrotflinte auf 6 packen. Schlagring brauche ich nicht. So, Charisma haben wir nämlich jetzt auf 6. Durch die Brille und die Perücke. Ich klicke jetzt auf 9. Genau, und ich wollte nochmal jetzt
gucken. Skills. T-Level up. Ich wollte hier auf jeden Fall ein auf Wand nehmen. Ach, danke. Ich aber ja gerne Schlossknacker mit den ganzen Schlüssel einmal knacken, damit ich die Möglichkeit um die Schlange zu knacken. Den mache ich einen auf jeden Fall auf Wahrnehmung rauf. Wahrnehmung einen mehr und dann können wir den nächsten Schlüssel knacken machen. So, geh noch mal ein bisschen weiter hier am Fluss entlang. Aber so rum würde ich sagen. Also die Frage, auf welcher Seite gehen wir rum? Auf die linke Seite oder auf der rechten Seite? Erst auf der rechten Seite. Und angeln. Angeln kann man leider nicht. Da ist wahrscheinlich kein Fisch mehr drin. Gartenschlauch. Kann ich mitnehmen. Oh, hier haben wir ein Messer. Kampfmesser. Das ist auch nicht schlecht. Gucken wir gleich mal an, ob wir das eintauschen gegen den Schlagstock. Das ist mein Sharp. Das ist jetzt aber auch nicht viel. Das ist ein Hund. Na, hier kommen wir dann wieder in die Stadt, wo wir dann da am Ende rüber müssen. Deswegen laufe ich jetzt doch nochmal wieder zurück ein Stück und dann über die andere Seite. Ich glaube, wenn wir da schwimmen gehen, das bringt dann doch Strahlung. Oder ein Hunde, drei Stück an der Zahl, das wird hart. Das probieren wir aber trotzdem aus. Ich glaube auch mittelschwierig. Ich muss ja auch mal aus dem Bett irgendwas, oder? Das sieht erstmal so aus. Da werden wir hinterkommen. Zurück! Das gehört mir! Was bist du denn? Wenn du es so haben willst... Ich wollte mit dir reden, ey. Ja, genau, kannst du jetzt mal sterben. Das gehört ihr. Stimmt. Aber hättest du vernünftig mit mir geredet, dann... Ja, ist ja vielleicht wiedergegeben, aber so oder nicht. Ich schieße. Wieder muss man linkes Bein.
So, dann gucken wir noch mal rein. Was haben wir denn hier von dir bekommen? Eine Lederkombi bekommen. Also immer Lederrüstung linker Arm. Linkes Bein. Das macht uns jetzt 3 besser als das. Lederkombi ist 2 besser insgesamt. Jetzt sehen wir so aus. Kann man so irgendwie vorne mal angucken. Ich will mir hier gerne von vorne angucken. Wie das geht. Gibt bestimmt auch irgendwie. Ah ja, wenn man die Waffe wegtut, geht das. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Sieht doch ganz nett aus. Für den Anfang. Stoppschild. Melone. So jetzt. Wie stark da die Gegner sind. Erstmal werden wir hier im Umkreis bleiben und natürlich ein bisschen den Hauptweg auch weitergehen. Tötet, aber nur fast zum Glück. Wieder noch ein bisschen schießen. Skimpack im Professor Leder, Rüstung, Harnisch, Gasmaske mit Lederkombi. Recht rare. Das ist auch ein kleines, aber Skimpack. Erstmal loot ich hier voll nicht. Hilfsmittel. Den habe ich auch noch irgendwo eingetötet. Da. Drohne, Impro, Pistole, Leder, was soll wieder kommen?
das Kabel entführt. Ausgemacht. Kronkorken. Patronen. Auch schöne Dinge gab es hier. Sehr schön. Sehr schön. Kann ich auch noch nicht. Wirbelsäule ist er da. Das ist eklig. Das ist schon. Noch ist dir dafür erstmal eine Munition zu schade. So, ich war wieder hier einmal rumgelaufen. Kronkorken, Patronsgebäcks. Outfit. So, mal ein bisschen weiter. Und dann werde ich nämlich auf jeden Fall, bevor wir dann den nächsten Part anfangen, noch einmal zurückgelaufen sein offline, um die ganzen Sachen in die Schränke da zu verstauen, damit wir wieder mehr tragen können auf jeden Fall, weil jetzt haben wir schon wieder 129 von 230. Nächstes Folge wieder alles frei. Oh, das ist ein Hund. Ah, kriegen wir einen Hund auch noch jetzt. Diese Folge. Grüß den Hund. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Da bist du jetzt mein Hund. Fehl. Warte da. Komm schon. Position halten. Und los. Ich kann's, ich sag's ja. Fehl. Hast du gefunden, Hund? Wie geht's dir, Kumpel? Wow. Alter, wie geht's dir, Kumpel? Wir wollen den Kumpel erschossen. Ole. Hey, Junge, kannst du was für mich finden? Na, böse Jungs in der Nähe, Kumpel? Oder nichts gefunden? Angeblich gibt's hier keine Gegner. Gut. Jo, es gibt hier keine Gegner, sagt er. Ja.
fragen, ob hier Gegner sind. So. Hier hätten wir halt auch wieder, wo ist es denn, eine Werkbahn. Kannst du jetzt die Werkstatt von Red Rock Raststätte benutzen. Ja, verlassen. Ich möchte mir jetzt gerade nichts bauen. Jetzt muss ich mich hier raus. Gerne das Radio deaktivieren, dankeschön. Ganz viel komisches Zeugs. Ein Holy Parahit dabei. Kann ich irgendwie so einen bunten Kopf, kann ich so ein Ding bauen. Schere. Zeitungen, Zigaretten, noch eine Zeitung. Hier sowas kann man bauen, so ein Pferd. Funkgerät. Hier gibt. So. Da haben wir auch den Hund noch gefunden in der Folge. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter Richtung Hauptquest. Nach Concord. Tschüss.